5 treuen Gefolgsleute. Es würde euch nicht schaden, diese Notizen zu lesen. Sie könnten eines Tages nützlich sein. Ja, nun, meine Allianz mit der Rückbesinnung war bestenfalls dürftig. Ah, da ist ja noch was. Hallo, ich wollte dich noch gerade umbringen. Gehen wir in die Katakomben unter der Ruine und sehen uns an, was wir gefunden haben. Ja. Weg von diesem Pöbel. Pöbel. Hallo, Minotauro. Weißt du? Ein Minotauro ohne Aua. Na toll. Weißt du, Faust, du bist echt unnütz. Mhm, danke. Haben das alle? Oh, Weg sei Dank. Na, wir fangen doch erst an. Miri, hm? Ich bin nicht gut. Ich war ja schon an der richtigen Stelle, aber zu früh. Oh. Ja gut, je mehr wir von denen wegmachen, umso besser, ne? Und rein. Wenn dir übel ist, dann geh da rein. So. Ja, komm her, doch. Assistent. Sehen wir uns diese Dokumente genauer an. Mhm. Zeigt mir die Papiere, die wir gefunden haben. So ist das also. Die Rückbesinnung hat einen Altar gefunden, aber dann kam sie nicht weiter. Klingt nach Magie. Da steht auch, dass sie Fiolen mit Blut, etwas geweihtes Wasser und eine Flasche uralten Wein gefunden haben. Ja, ja, das sind unsere Schlüssel. Steht in den Berichten sonst noch etwas? Offenbar schlagen sich meine ehemaligen Verbündeten nicht gut ohne mich. Versteinerungsfallen, verschlossene Türen, gewaltige lebende Statuen, dieser merkwürdige Altar. Typische Anfängersachen. Nichts, was einen Meister seines Fachs wie mich ins Schwitzen bringen würde. Oh Gott, du gehst mir auf den Sack. Lebende Statuen? Belebte Steinkunst überrascht mich nicht. Sehr pflegeleicht. Aber dieser Altar. Aleidische Arbeit. Also benötigt man eine Flüssigkeit, um ihn zu aktivieren. Ha! Die haben die Schlüssel, aber keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen. Nun? Wir setzen unser Werk fort. Der renommierte Narsistren lässt sich nicht von weltlichen Herausforderungen abschrecken. Finden wir diesen Altar, den Sie erwähnten. Und haltet Ausschau nach Flaschen, Fläschchen, Fiolen oder Karaffen, die sie ausgegraben haben. Ich habe mehr Fragen. Die Jagd beginnt, getreuer Assistent. Mhm. Diese Notizen belegen, dass die Rückbesinnung ratlos ist angesichts dieses Altars. Ich hingegen weiß natürlich, wie man ihn aktiviert. Wir brauchen eine Fiole mit Blut, ein wenig geweihtes Wasser und oder Wein aus den Dingen, die sie ausgegraben haben. Die Rückbesinnung mag euch nicht so ehrlich. Ich sagte doch, dass unsere Wege sich getrennt haben. Ihr als aufstrebender Entdecker solltet die Andeutung doch verstanden haben. Ich bin in keinster Weise verpflichtet, Vorsicht. Darüber zu sprechen, warum genau die einzelnen Parteien sich hier in Vendir versammelt haben. Du hast eine süße Freundin, deswegen lasse ich dich leben, ne? Erzähl mir mehr über die Rückbesinnung. Die Rückbesinnung ist eine Gruppe Waldelfenkultisten. Die Aleiden waren ihre Ahnen. Zumindest glauben sie das, also suchen sie nach Schätzen der Vergangenheit. Ich habe gehört, sie wollen die Westauen erobern, aber ich versuche Politik zu vermeiden, wenn möglich. Warum habt ihr euch mit Kultisten eingelassen? Jetzt wird er wieder sauer? Ich brauchte willige Helfer und sie waren sehr eifrig. Ja, Kultisten halt, ich wusste ja nicht, dass sie noch mehr hinter dem Emblem her waren als ich. Lest gern in meinen Notizen, aber ich muss euch warnen. Ihre Qualität erreicht nicht das Niveau meiner veröffentlichten Werke. Okay. Die Jagd beginnt, Getreu. Ja. Wie das hier? Das ist ein Spaziergang, ein Kinderspiel. Ich habe mit Daedra gerungen und bin vor untoten Horden geflohen. Lustig, hier gibt es Schwert. Nichts, womit wir nicht fertig werden. Und mit wir meine ich euch. Ja klar. Hört auf meinen weisen Rat, Assistent, dann wird es keinerlei Probleme geben. Vielleicht lernt ihr ja sogar etwas dabei. Nein. Das werde ich tun. Die Jagd beginnt.
Also mit dem Dialogding haben sie da einen Fehler eingebaut, ne? Das. Kein türkischer Köter. Wir haben so viele an die Fallen verloren. Ja. Hätte dieser Idiot uns gewarnt, wäre Givens jetzt nicht versteinert. Hallo? Was ist mit den anderen? Sei still, Assistent. Seht ihr das? Ist das ein Mitglied der Rückbesinnung? Versteinert? Ja. Würdest du die umbringen, wegzulaufen? Na wohl nicht. Vielleicht sollten sie das mal ausprobieren. Ist das nicht herrlich, Assistent? Ihr dürft einfach so durch eine Ruine spazieren unter Anleitung meiner Person Narsis Dren. So. Ich mach's mit leichten Angriffen, weil das ist ja völlig egal. Die können ja dort gar nichts. Was liegt da auf dem Steintisch? Na gut, einmal bitte schon so ein bisschen was. Zack, ja. Was? Wo liegt da was? Ah, er hat was gefunden. Ich mach euch noch weg. Alles ganz ohne. Da haben wir doch schon die erste Fiole. Ich habe meine eigenen Theorien darüber, warum derart altes Blut so frisch ist. Leider hatte die Rückbesinnung kein Interesse an meinen Überlegungen. Hör mal auf damit. Ich mag die Dinger nicht. Aber wir machen es schneller. Das meint er mit lebenden Statuen. Sehr bedrohlich schon. Ich bin noch da. Danke der Nachfrage. Erlaubt mir, euch aufzuklären, Assistent. Sucht nach dädrischen Symbolen. Alle Iden verehrten die Dädra und wurden von Dädra Hassan ausgelöscht. Ihr dürft euch das ruhig aufschreiben. So. Assistent? Habe ich euch je von meiner Forschung zu den Ahnengräbern von Wardenfell erzählt? Ja. Ich könnte es in ein paar Stunden zusammenfassen. Lasst mir doch ein paar Feinde da. Achso, der ist schon voll. Was haben wir hier? Da ist doch was. Ah. Ist doch. Danke. Was mit dem Gift? Das haben sie momentan echt gerne. Nicht, dass er mir so eine Spur hinterlässt. Hey, erster. Zack, verbinden sie sich gegen uns. Super Idee. Ja, genau wie der. Hallo. Ja. Muss das immer so? Mhm. Vielleicht hätte ich den Kriegswappenträgern beitreten sollen. Na, wo ist es denn da lang? Ich glaube, das da ist richtig, oder? Ja. Oder? Ja, sieht gut aus. Du schießt nicht auf mich. Hörst du mal auf damit? Ah, Gold. Ja, und jetzt kommt wie immer. Ja. Haben das alle? Oh, Weg sei Dank. Ja, ja. Drei der treuen Gefolgsleute. Bleibt zurück, Assistent. Ich spreche ihren Namen und befehlige sie. Glaube ich nicht. Lor Emero.
Pahaelia, Ballepelin, Jontvala und den letzten Namen kenne ich nicht. Nein, nein, Moment. Ah! Darf ich? Das ist nur einer in der Sekunde, oder? Das wäre ja zu schön gewesen. Und das du. Hey, geblockt. Extravaganz fällt zwar auf. Aber an Stil erinnert man sich. Zurück zum Altar. Ich gehe vor und klopfe mir den Staub des Kampfes von den Kleidern. Nehmt den Wein mit. Wir werden ihn noch brauchen. Einen Moment. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. J. Schon wieder voll, ne? So, Verbündete. Gehilfen. Da. Ich kann die Beschwerden meiner Kunden an einen... Ja, verkaufen. Unfassbar, was ich jetzt alles da gefunden habe, ne? Oh, behalte ich mal. Nee. Das auch nicht. Das erst recht nicht. Ah, das habe ich gerade eben gekriegt, so. Die Gefährten-Sachen, die muss ich noch prüfen. Nein. Sag mal. Ne, mit Schild sollen die alle nicht. So, und noch mehr. Alter Schwede. Dann habe ich das alles geschnappt. So, achso, jetzt muss ich ganz schnell nochmal die Miri holen. Ach, Quatsch. Wo ist sie? Komm her. Habt ihr mich vermisst? Ja, habe ich. Du warst ja auch schon mindestens... Wo soll ich jetzt hin? Nee, das war falsch, oder? Wo soll ich hin? Da ist also noch was, ja. Ah ja, gut, okay. Assistent. Dank meines imposanten Intellekts konnte ich schlussfolgern, dass wir den Altar mit dem geweihten Wasser salben sollten. Assistent, wendet das geweihte Wasser an. Wieso ist das geweiht? Ganz einfach. Geweihtes Wasser gehört auf einen Altar. Das ist doch offensichtlich. Man muss kein Genie sein, um das zu verstehen. Könnte es nicht auch einer der anderen Gegenstände sein? Wenn man das so lange macht wie ich, dann entwickelt man einen sechsten Sinn für so etwas. Legt alle drei Dinge auf den Altar. Aber wir werden nur das geweihte Wasser verwenden. Vertraut mir. Tu ich nicht. Legt die drei Gegenstände, die wir gesammelt haben, auf den Altar. Und jetzt salbt den Altar mit dem geweihten Wasser. Dadurch öffnet sich unser Weg. Hervorragend! Moment, nichts passiert. Ist er defekt? Handelt es sich um einen defekten Altar? Das geweihte Wasser muss die Lösung sein. Ich bin mir... Das hat nicht geklappt. Probiert eine andere Opfergabe, Assistent. Das war es. Genau wie ich gesagt hatte. Ein Tribut an den Wein, den die Gefolgsleute bei ihrer Ankunft geteilt haben. Ihr genau. Seid meinen Anweisungen gut gefolgt, Assistent. Du bist so ein Idiot. Ich schreite vorwärts hin zur Entdeckung. Da wären wir.
Das Emblem. Aber es ist durch Magie versiegelt. Sicherlich entfernen diese Platten in richtiger Reihenfolge gedrückt die Schutzzauber. Diese Bildhauerei sieht interessant aus. Sie ist eine Art Epitaph an die 5 treuen Gefolgsleute. Ja. Es ist wohl ein entscheidendes Element, wenn wir an das Emblem des letzten Königs gelangen möchten. Schon mal sowas gesehen? Aber natürlich. Nur ein Narr würde meinen, dass ein derart angesehener Schatzjäger wie ich keinerlei Erfahrung mit einem simplen Plattenrätsel hätte. Oh, da aber nicht. Ja, wie denn? Ja, es erinnert tatsächlich daran. Die Platten sind identisch. Aber wenn ich mich richtig entsinne, war die Lösung im Velot-Grabmal an den Wänden. Vielleicht ist die Lösung zu diesem Rätsel in diesem Epitaph zu finden. Ja, könnt ihr also machen? Das könnte ich. Aber betrachten wir dies hier als einen Moment, in dem ihr etwas lernen könnt. Als Abschlussprüfung sozusagen. Ihr solltet das selbst herausfinden. Ich agiere lediglich als Aufsicht. Ja, ruhig. Narsis Dren sind Rätsel nicht fremd. Kann sein Assistent dasselbe können unter Beweis stellen? Wir werden sehen. Los, sei mal ruhig jetzt. Lest dieses Epitaph. Westen? Also einmal Westen, viermal Osten, dreimal Norden, zweimal Westen. Also West, 4 Ost. 3 Nord, 2 West, 1 Nord. Wie soll ich mir das denn merken? Gebt euer Bestes. Ich werde hier sein, denn ihr werdet zweifellos meine Hilfe brauchen. Hier müssen wir anfangen. Nein, nicht so. Konzentriert euch bitte. Ja, dann doch. So, also. West. 3 Ost. 4 Ost. 3 Ost. Muss ich es mir jetzt echt aufschreiben? Moment. So, wo habe ich denn was zu schreiben? Meine Katze wirft alles runter. Ich mach kurz Pause. Ah ne, da ist er. Da ist er. So, nochmal. In den fernsten Westen. Aha. Also Westen ganz. Vier Osten. Drei Norden. 2 Westen, 1 Norden. Super. Also, wir fangen an. Wir gingen so weit wie möglich nach Westen. Dann 4-mal nach Osten. 1, 2, 3, 4. 3 Norden, 1, 2. Okay, das war's nicht. Also nochmal.
einmal nach Westen. 1, 2, 3, 4 mal nach Osten. 1, 2, 3.